Und wir sehen mal wieder zu, ob wir können ein bisschen was entwickeln. Was macht denn hier die Tödlichkeit aus? Alles nicht viel. Ja, so. Und das? Ist das tödlich? Oh ja. Wir brauchen noch 2 DNS-Punkte, dann sind wir so tödlich, dass wir schon wieder... Nein, das wollte ich doch. Ach man, ich habe mich verklickt. Gut, wir schaffen so oder so, weil das dauert einfach noch ewig und wir, die haben noch gerade mal hier. Die Mensch hat gerade mal 10% Forschungspotenzial. Was sagt denn hier so? Oh, es ist noch kein Land komplett menschenleer, aber dauert nicht lange. Ich bräuchte die Blasen hier noch nicht mal zu zerklicken. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch auf 42. Wir kriegen aber ein bisschen Pünktchen, aber ich bin jetzt nicht allerbestens und so. Ist noch ein Flughafen offen in Deutschland. Und ein Hafen in Russland. Ah ja, und hier noch 2 Häfen sogar. Das ist natürlich schön. Ach, oh. Also ein paar Häfen sind offen, aber fliegt eh niemand mehr. Also alle Leute, die sich für Flugzeuge interessieren, für diesen ist das Spiel hier nichts, denn am Schluss fliegt kein Flugzeug mehr. Die Regierung vom Sudan ist, ja, ebenfalls gescheitert. Es ist einfach niemand mehr da, der regieren könnte, alle tot. Oh ja, OPS. OPS spielt auch mit. Also Schnupfen und Durchfall. Und es gibt noch 5 Millionen Menschen. Und damit, meine Damen und Herren, hätten wir... Gleich kann ich es ja offiziell sagen, kann man jetzt eigentlich schon sagen, gleich kommt die Nachricht, dass sie die Menschen ausgerottet haben. Ach, warum? Wer hat denn hier noch Forschungspotenzial? Finnland, Kanada und Neuseeland. Ja, 22 Jahre. Ist mehr als ein S-Jahr. Also, daher. Zu Todes des Todes töten. Das war ein Erfolg. Vielleicht lag es ja am Namen. Ich habe hier gleich noch 2 Namen. Auch vom gleichen. Muss ich mir mal Danke sagen. Und wir haben es geschafft. Virussieg. Ja, jetzt muss die Errungenschaft wechseln. Ach, ich kann noch so drücken. Das rote DNS-Gen und der Seuchentyp-Pilz wurden freigeschaltet. Ja, da bin ich mal gespannt, was der Seuchentyp ist. Das können wir jetzt auch gleich noch machen. Fungus. Fungus Maximus. Wir spielen erstmal natürlich dann auf leicht. Rote DNS, das müsste da oben sein. Rote. Erhalte mehr DNS durch das Zerplatzen von roten Bio-Gefahrblasen. Blau und automatisch zerplatzen. Wohl automatisch zerplatzen. Ach, Schwachsinn. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir nicht lieber Orange, weil die kommen wesentlich häufiger. Wir probieren einfach mal die roten. Ah, der hat ja noch gar nicht. Mutationsbonus, definitiv. Luftbonus, der Luftikus muss das haben. Der kann er gar nicht, also hat er noch nichts. Statistische Rück... Ich weiß gar nicht, entwickelt sich der Pilz so schnell? Sporen können durch ein nur kurze Strecken zurücklegen. Also der verbreitet sich kaum. Ich weiß aber nicht, wie er so weit sich weiterentwickelt. So, dann nehmen wir mal Tonoide. So, Startgebiet. Ich glaube, wir nehmen mal was Neues. Wir nehmen mal Brasilien. Okay. Wir müssen auf jeden Fall... Ja, fällt Brasilien. Wir müssen auf jeden Fall dann gleich mal die... Die Fortentwicklung können... Ah, Actonid ist ein Pilz. Pilzsporen können nur schwer große Distanzen zurücklegen. Um neue Länder zu infizieren, musst du deshalb die Pilzsporenfähigkeit weiterentwickeln. Aha. Also Übertragung ist identisch, die Symptome auch. Das sind, glaube ich, überall immer dasselbe. Aber bei den Fähigkeiten gibt es jetzt eine große Auswahl an Sporenmöglichkeiten. Solche, ja, ich kratze mir an der Nase und spreche dabei, es ist eine schlechte Kombination. Solchen Sporen werden explosionartig in die Luft abgegeben, kostet nur ein DSS, um ein neues Land zu infizieren. Also dann kriegt man ein neues Land infiziert, ein einziges. Da auch. Das ist Gedöns und das... Wir haben genau 2 entwickelt. Ach ja, ich kann ja nicht beides entwickeln.
Ah, kapiert. Das ist ein Land, was komplett woanders liegt. Das ist natürlich auch genial. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist ja... Ich muss so eine komplett neue Strategie mir ausdenken. Also wir könnten jetzt erstmal böse auf die Nase fallen damit. Also wir sollten auf jeden Fall dann mal... Ich nehme ja erstmal Vogelübertragung. Ist aber toll... Ah ne, 7 geht. Ist ja toll, nö, geht. Beginnen sie auszubreiten. Okay. Wir könnten natürlich auch erstmal sprungartig uns verbreiten, aber ich glaube ein bisschen Vogel... Unterstützung kann nicht schaden. Hilft uns zwar jetzt nicht auf Island, aber... Jojo, Angriffe nehmen zu! Ja, ich persönlich weiche auch immer jeden Tag mindestens 70 Jojos aus, die selbst durch mein Fenster fliegen. Kann man leider nichts. Baumwollknappheit führt zu Nacktheitsboom. Ja, da fehlen mir die Worte. Ja, Länderinformationen. Nett. Infiziert Hunderte, aber das ist jetzt auch nicht so rauschend. Das springt einfach nur... Ich verstehe nicht, warum hier einmal eins steht und da nichts. Und das verbreitet sich noch. Es kann sein, dass man das wirklich nur... Kann man das wirklich nur über... Dieses Flugding da. Ist natürlich irgendwie genial, wenn man das perfekt immer weitertragen kann, aber es ist schon, dass es so random ist. Also es, man sieht schon, Südamerika, Teil von Europa, Asien, das sind schon gute Orte. Wir kriegen gerade übelst viele Sachen. Wir haben ja eh Bonus über Luft, also per Flugzeug, also machen wir mal die Schiffübertragung. Kann auch sein, dass er hier jetzt... Ach, wir spielen auf leicht, stimmt. Infiziert Tausende. Wir sind schon bei 7000 Menschen, die infiziert sind. Da sind es 2. Hier sind es 8. Ah, Island ist kalt, ne? Du bist so kalt, seit du in Island warst. Hört sich wahrscheinlich nach total scheiße an. Schlafstörung, das ist gut. Also die Leute ein bisschen... reizter, aggressiver und verbreiten vielleicht auch einfach mal ein bisschen besser hier die Sache. Boah, bei Japan sind wir schon bei 55.000. Ja, okay, Hemdinfektion, aber sind schon bei 55. Was? Achso, insgesamt weltweit waren wir bei 55.000. Okay. Dann müsste es eigentlich auch gehemmt werden. Ich überlege gerade, schalten wir das schon aus? Ich glaube nicht. Die Neuauflage von Harry Potter läuft mal wieder durch die Anzeige. Das überhaupt irgendwas durch... Wir sind hier... Wir sind bei 1 Million. Okay, gut. Man muss sagen, wir hatten natürlich vorher... ein Erreger... Das Eurozone knapp vor einem Zusammenbruch. Politiker haben bestätigt, dass ihre Kurzsichtigkeit und ihr Eigeninteresse zum kompletten Zerfall des Euro führen können. Also, könnt. Okay. Oh. Ah, nee. Ist interessant, wie unterschiedlich die Schiffe sind. Mal kann man wirklich noch so Konturen dran erkennen. Manchmal ist das einfach nur so graue, merkwürdige Gebilde. Teuerster Film aller Zeiten. Kostet zu viel. Ah. Also, er kann doch, wenn er 14 Millionen infiziert hat, dann doch mal drumherum die Sachen anstecken. Ich überlege gerade. Wollen wir nochmal hoppen? Ich verstehe mal noch nicht, warum da 2 steht. Da jetzt steht jetzt da 3 und da steht nichts. Bisschen überfragt. Ist ja auch keine Info dran. Okay, wir haben jetzt England befallen. Hm. Afrika wäre mir lieber. Wir hoppen nochmal. Irgendwo Afrika, komm. Ja, ist ja schon näher dran, aber immer noch nicht nah genug. Aber vielleicht schaffen wir es dann trotzdem. Aber ja, ist halt das Problem, dass sich das nicht so weit verbreitet, nicht so gut.
Eure unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Ich muss mal gucken, wie lange das dauert jetzt mit dem Schiff. Denn langsam aber sicher sollten wir aus Brasilien raus. Da können wir eigentlich auch nach Afrika kommen. Da muss natürlich nur mal Schiffe langfahren, die Infizierte mit transportieren. Ist noch kein bisschen passiert. Brasilien startet Arbeit an Heilmittel. Das war eigentlich klar, aber noch nicht gefährlich. Das fährt nämlich hier schön nach Südafrika. Aber es scheint als... müsste ich... Ranoia ist schön, aber... ich warte noch ein bisschen. Wie lange dauert denn? 273 Jahre, also wir haben wirklich noch Zeit zu warten. Problem ist nur, ich weiß nicht, inwieweit Tag der Sensibilisierung für Actinoide. Bin mir natürlich nicht ganz sicher, inwieweit die Verbreitung jetzt über See oder über Luftwege funktioniert. Habe ich auch noch gar nicht gesagt. Okay, Marokko startet Heilmittelforschung, obwohl die haben... ah, das erste Schiffchen! Wir sind in Afrika gelandet. Genau genommen in Westafrika. Obwohl man ja sagen muss, eigentlich müssen die... nee, die Pilze verbreiten sich auch nicht ewig. Das dauert natürlich auch sehr lange. War jemand 30.000, da haben wir 262. Brasilien ist natürlich hier unser Rieseninfektionsort. Aber langsam folgen die anderen Länder. Oh, nur noch 8 Jahre. Das haben jetzt ordentlich Länder. Und wir hüpfen einfach nochmal, weil wir es können. Schön, dass nebenan schon Land infiziert ist. Aber gut, es ist ja Zufall leider. Ich will das Land bitte jetzt. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht unbedingt, ob das jetzt so ein durchschlagender Erfolg wird. Da ich da jetzt nicht so viel Ahnung mit dem Ding habe. Sehr großer Vogelzug. Oh, erstes Flugzeug. Also anscheinend dauert es einfach ein bisschen, bis die sich verbreiten, aber sie verbreiten sich. Das heißt, kann man umsetzen. Knack, meine Rücken. Ich werd alt. Muss halt dann einfach ein bisschen langsamer wahrscheinlich vorgehen. Im Gegensatz zum Virus, der sich natürlich sehr rasant verbreitet. Ist der Pilz einfach ein bisschen unauffälliger. Das ist natürlich ein Problem. Alter Schwede. Also natürlich irgendwann verbreitet er sich auch rasant. Habe ich eigentlich mittlerweile die... ja, habe ich. Okay. Forschung stören wir noch nicht mal so wirklich. Aber wir haben jetzt auch schon mal die Behandlungsmethode rausgehauen, die nicht nur in reichen Ländern natürlich ein Problem sonst wird. Und schwupps, verbreiten wir uns. Ich glaube, ich hau auch nochmal... also A, müssten wir eigentlich kalte Regionen haben, sind wir teilweise... und nein, das geht nicht mehr. Wie viel brauchen wir dafür? 33. Nee,